Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute mal wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks Live. Und heute spiele ich den Mutz mal wieder für euch. Ich habe den Mutz ja einmal in einem Preview gezeigt. Da war ja auch ein Gameplay angehängt. Aber jetzt habe ich ihn schon ein paar Tage spielen dürfen. Er ist eben nicht mehr exklusiv. Dementsprechend wird er auch nicht immer so direkt gefokust. Und ja, noch schöner dann den mal wieder zu zocken. Ja, vielen Dank an dieser Stelle für die kleine RAM-Action. Hat dich 9 HP gekostet. Selber schuld. Ich mag die Karte optisch nach wie vor saugern. Vom Spielerischen her bin ich eigentlich ab und an viel zu aggressiv. Das muss ich mir so versuchen, so ein bisschen mehr auszutreiben. Gerade drei Artis und ich habe zurzeit so das Arti-Glück schlechthin. Also wenn jemand Arti-Fokus ist, dann könnt ihr sicher sein, das ist der Alcaramba. Jetzt schauen wir mal, wie es diese Runde so sein wird. Ob es ähnlich ist oder ob ich dieses Mal etwas mehr Glück haben werde. So, bisher kann ich hier durchfahren. Ich mache hier nichts auf. Die Frage ist, oder die Aussage ist nur, wann kommt der Centurion? Das dürfte nicht lange dauern. Der S ist leider dahinterhalb. Der Tiger fährt vor. Daneben geschossen. Ganz, ganz, ganz vorsichtig. Da. Die Leute sind hier auch schon auf ihm drauf. So, da kommt so eine eklige Su. Nein, daneben geschossen, aber ich wollte jetzt hier, weil ich habe, bis ich den Rüssel gerade runter hatte, hat es lange gedauert. Su ist aber auch weg. Centurion und IS ist alles noch da hinten. Aber ich fahre genauso immer aus dem Busch raus, dass ich dann nicht mehr geschlossen bin, sondern eben offen. Und dementsprechend ist es jetzt nicht die schönste Position. Der LTDB macht da einen guten Job. Der müsste jetzt mal raus. So, deswegen ein Hit. Und eine ISO, da ist halt allerhand noch offen. Thema angesetzt. Nochmal ein. Und weg ist er. Jetzt muss man nur auf die ISO da so ein bisschen aufpassen. Auch ein ekelhaftes Gerät. Schön aus der Fahrt rausgenommen. ISO nach wie vor sehr, sehr, sehr beängstigend. Oh, der war ein bisschen zu knapp. Tiger 2 da an der Stelle. Arti ist offen. Jetzt nehmen wir uns mal den Tiger vor.
So. Der ist mal weg. Muss ich aufpassen, nicht, dass ich den noch durch Rammen erledige. Bereit zu feuern. Wo sind Sie hin? Und da jetzt der Franzose. Oh Gott, oh Gott. Hat der ein Disconnect? Egal, wir schießen trotzdem mal drauf. Soll uns ja wurscht sein. Und da ist er weg und jetzt lebt nur noch die Arti. Und da haben wir doch eine schöne Runde gesehen. 4 Kills, 2000 Schaden. Geht natürlich immer mehr, aber in der Tendenz lief es ganz gut. Gun Depression gearbeitet, bisschen was aufgemacht und so weiter und so fort. So, jetzt wird der 1C sich ziemlich sicher die Arti holen. Da muss schon ganz schön viel schief laufen, dass das jetzt hier in seiner Zerstörung noch endet. Ja, 1C macht's und damit ist die Runde beendet. Und jetzt schauen wir natürlich noch, und das ist ja das Wichtige, was gibt er denn an Credits so raus? So, das war 2. Klasse. Wir sind mit unseren 2000 Schaden auf Platz 2 im Damage, beziehungsweise nein, auf Platz 3, aber von den XP auf Platz 1 lag auch daran, dass wir 1700 Schaden ermöglicht haben, also auch teamdienlich gespielt haben. Ja, dementsprechend glaube ich mit, jetzt habe ich, muss ich auch, 75.000 Credits sind wir da belohnt worden, was doch ganz in Ordnung ist, auch wenn es Top-Tier war, aber lief gut. Ja, der Mutz, nach wie vor ein Panzer, den ich selber nochmal auf jeden Fall kaufen würde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.